Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Charisma, wer wäre nicht gerne ein charismatischer Verkäufer? Heute bei mir im Studio der Experte für persönliche Wirkung. Lieber Andreas, du bist gelernter Reprograf. Du warst als Werbetexter tätig, warst Geschäftsführer einer Werbeagentur und bist seit vielen Jahren der Gründer und die treibende Kraft der Presentainment Group. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Ich habe mich gefragt, Andreas, wie wird man Experte für persönliche Wirkung? Indem man sich fast 30 Jahre nur mit der Frage beschäftigt, wie man die persönliche Wirkung bestmöglich ausrichten, gestalten, trainieren kann, um in Gesprächen die Resonanz auszulösen, in Verkaufsgesprächen, die man gerne auslösen möchte. Okay. Und wie macht man sich charismatisch? Jetzt müsste ich weiter ausholen. Wie viel Zeit gibst du mir, Stefan? Wir haben eine Stunde. Okay. Also, die Frage ist ja erstmal, was ist überhaupt Charisma? Wenn du in die Enzyklopädien schaust, Wikipedia früher, ich musste in den Brockers noch gucken, da gab es Wikipedia nicht, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Da steht, Charisma ist die gottgesandte Gnadengabe. Ist nicht wirklich erhellend, wenn man der Frage nachgeht, kann man das lernen, was ist das überhaupt? Dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und habe Max Weber entdeckt. Und der sagt, von der Erfurter Schule, der sagt, personales Charisma ist die außeralltägliche Erscheinungsform, halte ich fest, das ist jetzt eine Formulierung, heute würde ich sagen, fast fürs Bullshit-Bingo. Es ist die außeralltägliche Erscheinungsform eines Menschen, die ihn befähigt, auf außergewöhnliche Art und Weise Nachfolgende zu produzieren, manchmal wieder besseren Wissens der Nachfolgenden. Ist auch nicht erhellend, denn wenn du es dir genau anguckst, beschreibt das ja nur das Ergebnis von Charisma, ja, dass man Nachfolgende produziert. Richtig. Nachfolgende, heute würde man vielleicht sagen Fans. Genau, Fans, ja, so à la Facebook. Ja. Ich definiere das heute wie folgt, ganz pragmatisch. Charisma ist die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird, zu tun, was gefragt ist und sich dabei selbst treu zu bleiben. Okay, gut. Zu erkennen, was gebraucht wird, ja, das ist ja für einen Verkäufer schon mal eine richtig gute Grundeinstellung. Genau. Zu tun, was gefragt wird, also das zu liefern, was, ich übersetze es jetzt mal, was der Kunde will und sich treu zu bleiben, also authentisch zu sein und sich nicht zu verbiegen, ist es das? Naja, also mit der Authentizität, ich kann es kaum aussprechen, deshalb mag ich das Wort auch nicht, mit der Authentizität ist es so eine Sache. Ich glaube, wir zum Beispiel, auch ein Verkäufer kann es sich nicht leisten, authentisch zu sein. Die Frage ist, was ist denn authentisch? Wenn wir darüber reden, dass ich in bestimmten Rollen, die ich spiele, glaubwürdig bin, dass ich dem anderen das Gefühl gebe, ich meine das, was ich da tue, ich meine das, was ich da sage, dann bin ich auch okay damit, bin ich einverstanden damit, dass wir von Authentizität reden. Aber ansonsten würde ich lieber von Glaubwürdigkeit sprechen, wenn ich sage, sich selbst treu zu bleiben. Also dem anderen und natürlich erstmal auch sich selber das Gefühl vermitteln zu können, ich meine das, was ich da tue. Das kommt aus tiefstem Inneren meines Herzens oder meiner Person im Sinne von, nur was ich verinnerlicht habe, kann ich auch veräußern. Okay, also vielleicht wäre das ja dann die Definition von authentisch, die dir gefällt, aus dem Leben gegriffen oder so, wie ich bin. Genau. Mhm. Ja. Okay. Lass uns sprechen über die Chance, an sich zu arbeiten. Ja. Verkäufer sind ja permanent draußen. In der Regel haben Verkäufer kaum eine direkte Rückmeldung auf das, was sie tun, außer dass sie einen Auftrag kriegen oder eben nicht. Mhm. Wie kann ich mich als Verkäufer da mal vernünftig spiegeln und mir eine vernünftige Rückmeldung abholen? Wie kann ich mein Charisma verbessern? Wie kann ich mich charismatischer machen? Also das sind jetzt ein paar Fragen auf einmal. Ja. Ich versuche mal, in der Reihenfolge, in der du sie mir gestellt hast, auch zu beantworten. Erstens, bloß nicht durch das Feedback von anderen. Denn wenn mir ein anderer ein Feedback gibt, dann guckt er immer durch seine Brille. Und ein Teil des Feedbacks hat ganz viel mit dessen eigener Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz zu tun. Meine Empfehlung, das wirst du verstehen, das werden hoffentlich die Hörer dieser CD auch verstehen, meine Empfehlung ist, den Skill-Test zu machen, die Skill-Evaluation. Denn wir haben Modell, eine Diagnostik, du siehst so aus, als wolltest du was fragen, Stefan? Nein. Wir haben eine Diagnostik entwickelt, die es erlaubt, die Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz eines Menschen sehr genau abzubilden. Und zwar objektiv, frei von dieser intersubjektiven Verzerrung.
Es gibt 16 Faktoren oder 16 Frequenzen, über die wir reden, und 4 Frequenzbereiche. Und diese Evaluation, dieses Profil, das dann für mich erstellt wird, zeigt mir ganz genau, in welchen Bereichen bin ich stark aufgestellt und in welchen weniger stark. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.